In Altentreptow gibt es den größten Findling Norddeutschlands, also nicht nur Mecklenburg-Vorpommern. Wir denken, dass dadurch viele, viele Menschen hierher kommen werden und eine Attraktivität des Ortes ein. Junge, das ist ein Stein. Ich fahre doch nicht nach Mecklenburg-Vorpommern, um mir einen fucking Stein anzugucken, ey. So, wie teuer ist der Bums jetzt? Komm, mach mal was, was richtig lustig ist. Bushäuschen Abriss in Dresden, das ist doch lustig. Der reale Irrsinn auf der Couch. Ich weiß nicht, ob es geil ist. Ich habe es so verstanden, oder habe ich das gelesen? Ja, genau. Extra 3 besucht Zuschauerinnen und Zuschauer mal zu Hause und schaut ihnen beim Fernsehen zu. Genauer gesagt, beim Anschauen der Extra 3 Beiträge aus der Rubrik realer Irrsinn. Also wir gucken jetzt Leuten zu, wie ihr mir gerade zuguckt, wie ich realer Irrsinn gucke. Also wir reacten jetzt auf die Reaction von Leuten, die realer Irrsinn gucken. Ich weiß aber nicht, ob das neue Folgen sind. Vielleicht kennen wir die schon. Wir gucken einfach mal rein. Der reale Irrsinn auf der Couch. Auf der Couch. Kommt mir bekannt vor. Extra 3. Der reale Irrsinn. Diese Ab. Mann, ich hab doch auch so gute Reactions. Fragt mich doch mal, Mann. Warum sitze ich da nicht? Ich mach mir auch ein schönes Wasser fertig. Direkt aus der Luft. Die vielen, vielen Fahrzeuge dürfen... Okay, ich glaube, die Folgen kennen wir schon. Die nicht wissen, was abgeht. Hier ist so ein Luftmesser und die Emissionen sind zu krass in der Stadt. Also die Luft ist verdreckt. Und weil die keinen Bock haben, das Problem zu lösen, indem sie irgendwie den Verkehr anders regeln, haben sie da jetzt Luftfilter hingebaut, die hier in dem Bereich für saubere Luft sorgen. Beziehungsweise das so manipulieren, dass halt die Messsonde hier nicht alles abbekommt. Dafür kannst du den Radweg halt nicht mehr benutzen. Wann genau man als Radfahrer auf den Gehweg wechseln muss, ist zudem klar geregelt. Mit das ist so ein Skandal, ne? Dass sie das da hinpacken. Das ist so frech. Sie sagen aus, dass hier man einen getrennten Geh- und Radweg hat und ungefähr 15 Meter weiter ein gemeinsamer Fuß- und Radweg auf der Gehwegfläche. Und dahinter geht das dann wieder in einen getrennten Geh- und Radweg über. Und dann wieder in einen Geh- und Radweg, der zusammen auf einer Fläche ist. Und dann geht das ganze Spiel von vorne los, und zwar immer. Wenn man eine Absauganlage hat, wird der Radweg auf den Fußweg verlegt und direkt dahinter wird es wieder aufgetrennt. Super! Wobei das mit so einem Elektroscooter... Also das war wirklich eine Banger-Folge. Wie die das da bescheißen, um da angeblich saubere Luft zu haben. Komplett beschissen. Eigentlich ganz geil ist. Das Schild stört mich sogar noch, wenn ich da hin und her fahren muss. Boah. Slalom fahren. Und dann muss man hoffen, es kommt einem niemand entgegen. Ich wäre aufgeschmissen. Ich hätte meinen Fahrrad. Ja, was ist dann? Was ist, wenn du da rein crasht? Aber pass auf, du hast einen Radweg und vor dir ist so ein Riesenklotz. Du kannst nicht um den Klotz rumgucken. Und auf der anderen Seite passiert dasselbe. Die kommen aufeinander zu, umfahren dieses Ding und crashen voll ineinander. Wer ist dann schuld? Kannst du da nicht unglaubliche Schadensersatzklagen reinballern? Der Stadt, weil die da solche Fax machen. Ne, die sind wahrscheinlich abgesichert, weil sie da ein Schild hingepackt haben, dass der eine Weg, der da noch frei ist, für alle benutzt werden darf. Eigentlich müsstest du da reinklagen dürfen, wie ein Wahnsinniger. Da hat sich bestimmt auch schon mal jemand richtig wehgetan. Ja, stimmt, man darf ja in Deutschland gar nicht mehr auf derselben Seite fahren gehen. Stimmt, der andere hätte auf der anderen Seite fahren müssen, ja, stimmt. Schilder sorgen hier also für klare Ansagen im beständigen Wechsel. Wozu stehen da die ganzen Schilder, ne? Kein Fahrradfahrer sieht die oder guckt, die fahren höchstens dagegen. Jeder Radfahrer, jede Radfahrerin weiß eigentlich, wie man sich zu verhalten hat, wenn ein Hindernis auf dem Gehweg steht. Aber besser, wenn es die Schilder noch einmal ganz deutlich sagen. Junge, ich bin da doch voll im Fokus und versuche, um diese Dinge rum zu strafen. Ich habe doch keine Zeit, mir da alle zwei Meter die neuen Schilder anzugucken. Das ist doch der Monster-Struggle da. Die bauen dir da einen Slalom-Parcours hin und sollst noch irgendwelche Schilder Luki-Luki machen. Ich würde die Schilder nicht mal realisieren. Ich bin froh, wenn ich da lebend durchkomme. Die Radler fahren jetzt zusätzlich noch einen kleinen Slalom um die Stangen mit den Schildern. Und dann werden die jetzt noch als Mülleimer benutzt, ne? Jetzt stopfen die Leute ihre Hundekotbeutel jetzt noch in diese Dinger rein. Nee.
Keine Scheißidee sind aber nach wie vor die Absauger auf dem Radweg, die Dieselabgase einfach schmeißen ihre Kacke rein. Ohne sie wäre hier eine ganz andere Ausschilderung nötig. Für Dieselfahrverbote etwa, aber das wäre ja völlig absurd. Da bleibt man in Kiel lieber beim bewährten Slalomkurs. Wieder auf einen gemeinsamen Fuß- und Radweg und direkt dahinter trennt es sich wieder auf. Ich fass das nicht, ey. Das ist super. Da wird's mir ja schon schwindelig beim Zugucken. Ey, wer hat das geplant? Verkehrsplaner müsste man sein. Und dann darf man sich nämlich so einen Blödsinn ausdenken. Also ich glaube ja, die wollten nur bei Extra 3 in die Sendung. Mir fehlen da ein paar Omis, die da richtig reindrücken. So richtige Flamer-Omis aus Duisburg. In der Mönckebergstraße in der Hamburger City wird gebaut. Deshalb werden alle Buslinien umgeleitet durch diese eigentlich verkehrsberuhigte Straße. Ich glaube, die kenne ich gar nicht. Auch eine neue Haltestelle hat die Hochbahn eingerichtet. Direkt vor der Kita an der St. Petri-Kirche können 3 Busse gleichzeitig halten. Ist doch praktisch so eine tolle Anbindung für die Kita-Kinder und die Eltern. Jetzt viele Busse täglich, die hier an- und abfahren und dadurch einfach auch eine größere Lärmbelästigung. Und wir haben hier direkt den Krippenbereich, das heißt die 1- bis 3-jährigen Kinder. Und unsere Sorge war eben, dass dann die Schadstoffe direkt beim Lüften in die Krippenräume geblasen werden. Ja gut, bei 7 Buslinien und mehr als 1300 Bussen täglich. 1300 Busse, ein Tag hat 1440 Minuten, oder? Jede Minute hält ein Bus? Fast? Das ist auch irre. Es basiert auf der Idee, einen Mitarbeiter während der Kita-Öffnungszeiten abzustellen, der einem nachfolgenden Bus ein kurzes Signal gibt, wenn schon 2 Busse in der Haltestelle stehen. Dann fährt der 3. Bus nicht in die Haltestelle ein, sondern wartet auf der Busspur. Und so läuft das in der Praxis ab. Der fachkundige Buseinweiser lässt den 1. Bus durch. Er lässt auch den 2. Bus durch. Aber beim 3. Bus, da vergewissert er sich noch mal schnell und schreitet dann ein. Halt! Stopp! Das ist mit allen 500 Busfahrern da abgesprochen in Hamburg. Die wissen alle, was der hier heißt. Und wie viel kriegt er dafür? Resolut werden die Fahrer der jeweils 3. Busse genau hier zum Warten gebracht. Problem erkannt, Problem gebannt. Damit ist sichergestellt, dass kein Bus direkt vor der Kita hält. Eine sicherlich ungewöhnliche, aber direkt wirkende Maßnahme. Dank der direkt wirkenden Einweisermaßnahme werden die Abgase jetzt ein paar Meter entfernt ausgestoßen. Da darf nur der Wind nicht falsch stehen. Das ist das einzige Fenster, wo gelüftet werden kann. Und das ist natürlich mitten in der Pandemie, wo die Auflage ist, dass regelmäßig gelüftet wird, schwierig nachzuvollziehen, warum das die einzige Lösung... Die ist ja noch mega aktuell, die Folge. Warum kenne ich die denn nicht? Warum haben wir die denn nie gesehen? ...eine Haltestelle hier in der Umgebung sein soll. Warum die mitten vor einer Kita liegen muss, kann ich nicht nachvollziehen. Aber wo sollen die Busse denn sonst halten? Hier an der großen breiten Straße etwa, wo es schon eine Haltestelle gibt und wo man gegenüber noch eine bauen könnte? Das geht doch nicht, sagt die Hochbahn. Es gibt für uns im Moment keine praktikable Alternativlösung. Eben. Und deshalb werden hier weiter munter Busse gezählt. Und jeder 3. muss warten. Da bleibt für den Einweiser kaum Zeit zum Durchatmen. Wäre auch nicht zu empfehlen. 1300 Busse ist aber wirklich insane viel. Da würde ich mich gerne mal hinstellen und durchzählen. Aber es ist wirklich 1300 Busse. Vor allem nachts fahren ja nicht so viele. Da kommt ja im 30-Sekunden-Tag, muss da ein Bus kommen. Kann ich mir vorstellen. Wir reden von 1300 täglich. Schrei mich nicht so an. Das ist nicht wie in Norderstedt, wo alle 20 Minuten mal ein Bus irgendwo lang fährt. Ja. Oder wie in Duisburg, wenn du nach Krefeld fahren wolltest. Einmal die Stunde kam da ein Bus. Man könnte ja einen Luftfilter aufstellen. Wir haben mal einen Tipp. Frag mal Kiel. Die haben mal super Filter. Schöne Grüße nach Kiel. Die Sonne scheint, die Tage werden länger. Die kenne ich auch nicht, die Folge. Hier und da. Endlich ist Frühling in Marburg. Und Zeit für
Das Weihnachtsfestival vom 19. bis 21.03. Herzlich willkommen hier in der Marburger Backenhalle zum ersten Marburger Weihnachtsfestival im März. Unter dem Motto... Wo ist Marburg genau? Hessen, natürlich. Ja, es weihnachtet hier schon sehr, dafür, dass gerade mal März ist. Das macht nicht so viel Sinn, oder? Sind Sie schon in Stimmung, weihnachtlich? Nee. Noch gar nicht? Nee. Och, dabei musste das Weihnachtsfestival doch im vergangenen Dezember wegen Corona ausfallen. Und die holen es im März nach, oder was? Von 18.000 Euro durch das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst aber längst bewilligt. Und einfach ein Jahr warten, ist das eine Alternative? Wir wollten das eigentlich auf Dezember 21 verschieben. Das ging aber leider nicht, weil es war so, wir haben die Förderung bekommen und wir müssen die ein halbes Jahr nach Antragstellung müssen wir die Gelder ausgegeben haben. Sonst Junge, und dann machst du es einfach Ende März. Man, dann gib das Geld doch einfach zurück. Wer will denn Ende März ein Weihnachtsspecial sehen? Jetzt verfallen die. Der Pulli ist auch übel. Der Pulli ist das Beste. Boah. Das ist so geil. Ey, die schwitzen doch auch. Da kann ich schon gar nicht hingucken. Doch eine gewisse Flexibilität ist möglich, teilt das Ministerium mit. Zu Weihnachten ist man dort eben auch in Gönnerlaune. Das Projekt kann inhaltlich verändert werden, solange ein klar erkennbarer thematischer Bezug zum ursprünglichen Konzept Weihnachten weiterhin gegeben ist. Das Konzept Weihnachten bleibt hier klar erkennbar. Dafür haben sich die Veranstalter richtig Mühe gegeben. Also ein Weihnachtsmenü, also es gibt es ja auch einen Workshop, der gezeigt wird, wie ein Menü gekocht wird, wie Weihnachtsschmuck gebastelt wird und all solche Geschichten. Weil wegen Corona immer noch keine Als ob ich in einer fucking Corona-Pandemie nichts Besseres im März zu tun hätte, als irgendwelche Weihnachtsdeko zu basteln. Zuschauer kommen dürfen, findet der Weihnachtszauber nur im Internet statt. Sonst wäre das ganze schöne Fördergeld ja weg. Die nächste Idee von uns war, dann könnte man ja vielleicht das Thema verändern, ja, dass man vielleicht zu Ostern was macht. Zu Ostern, ein Frühlingsfest. Das ist ja auch Frühlingsanfang morgen. Ja, macht doch Oster. Aber das ging leider auch nicht. Häng doch ein paar Ostereier hier an den Baum dran, dann ist auch noch Weihnachten. Da hast du deinen Baum, machst du ein paar Eier dran. Nein, das geht natürlich nicht, schreibt uns das Ministerium. Dass allerdings ein bewilligtes Projekt nachträglich umgewidmet wird, ist nicht zulässig. Nee, das geht nicht. Das ist ja nicht das Unüblichste bei uns. Es ist einfach sowas von unsinnig. Da muss man sich mehr bewegen können. Ach, vielleicht müssen sich die Marburger auch einfach mehr öffnen, so wie die rund 40 Menschen, die sich den Livestream angeschaut haben. 40. Aber keine Angst, die Videos sind noch abrufbar. Stellen Sie also den Glühwein kalt und feiern Sie die Feste, 40 Leute haben das nicht angeguckt. Nicht fallen. Da gucken mehr Leute ins Stream von Segalsson, ne? Und der kriegt ja keine Fördergelder dafür. Unglaublich. Welche 40 Menschen haben sich im März tatsächlich so gelangweilt, dass die das live geguckt haben? Das waren alles die Spaß, Kevin. Von denen. Besinnlich geht immer. Denk mal drüber nach. Ich liebe Weihnachten und dieser ganze Kitschschmuck ist so herrlich. Super. Aber doch nicht im Frühling. Es gibt den Weihnachtsmann ja nicht. Und wir wissen, dass der Weihnachtsmann eigentlich der Nikolausmann ist. Und der kommt aus der Türkei. Das wollte ich einmal gesagt haben. Wunderbar. Schneiden wir raus. Das wird rausgeschnitten. Habe ich jetzt nicht verstanden. Gibt doch den Weihnachtsmann, oder? Wer holt mir sonst die ganzen Geschenke? Das kommt mir auch nicht bekannt vor. Hä, warum sind das denn so viele Folgen, die ich gar nicht kenne? Markttag in Bensberg. Der Blumenhändler liefert mit ordentlich Schwung. Oh. Hoppla. So, Vorsicht, die Primeln kommen jetzt hier. Seit Januar läuft hier alles schief, notgedrungen. Kritiker sagen, dieser Platz sei... Eine schräge Nummer. Das ist ja alles schräg hier. Hä? Ja, aber der ist doch schon immer so gewesen, oder? Oder haben die den neu gebaut? Der sieht jetzt nicht aus, als wäre der brandneu, oder was? Aber wobei doch. Verrückt.
Von wegen verrückt, diese Gestaltung ist für die Stadt Bergisch Gladbach keineswegs schräg. Denn der höher gelegene Platz soll mit der niedriger gelegenen Straße verbunden werden. Erstmal nur provisorisch. Treppen gehen da natürlich gar nicht. Daher diese gefällige Lösung. Das ganze Thema ist hier Straße der Begegnung. Deswegen hat man das Instrument der Treppen und Stützmauern sehr reduziert nur eingesetzt. Straße der Begegnung, weil die hier alle runterkullern und dann irgendwo hier im Tal zum Erliegen kommen oder was? Das Ding ist, ich weiß jetzt, wo ich hier KBMAFS und den Tessin-Vlog gedreht habe, dass auf der Kamera das nie so steil aussieht, wie es in Wirklichkeit ist. Da müssen die Händler eben auf die Gesundheit der anderen. Aber guck mal, wie der Apfel abgeht. Holy shit. Apfel und Kartoffeln kommen. Ach du Scheiße. Das ist ja. Hast du auch gesehen, was für ein Tempo dieser Apfel hat? Der hatte mindestens 50 km/h drauf. Wir wissen denn am Ende des Markttags, was dann so unten in der Kühle alles liegt. Ja, da lohnt es sich, sich unten hinzustellen, einfach zu warten, was angerollt kommt. Hier kann auch keine Reibekuchenbude stehen, da läuft das Fett weg und all drum. Ich weiß nicht, was daran gedacht worden ist. So ein Platz. Willst Krebs machen, flatscht dir den Teig auf deine Schüssel da drauf und alles läuft einfach an der Seite runter. Mann, ey. Muss sich doch irgendeiner mal drüber Gedanken gemacht haben. Aber in 2 Jahren wird hier alles wieder aufgerissen und glatt gezogen. Bis dahin wird's schon schief gehen. Ist normal, dass man erst alles fertig macht und 2 Jahre später reißt man den ganzen Bums wieder ab. So ein Unsinn. In Velmer bei Kassel herrscht Katerstimmung. Kenne ich auch noch nicht. Ja, zum Glück habe ich das rausgesucht. Kenne ich auch alle noch nicht. Früher wurde hier in den städtischen Gaststätten wie der am Hallenbad gesoffen, was das Zeug hielt. So viel, dass die Radeberger Brauerei einen Vertrag mit der Stadt geschlossen hat. Sie stellt Zapfanlage und Theke und Velmer muss eine ordentliche Menge Bier abnehmen. Doch dann Gesundheitswahn, Healthy Living, Yoga und die Menschen trinken kaum noch Bier. Das Trinkverhalten hat sich wirklich kolossal verändert. Man trinkt in Anführungsstrichen bewusster, man trinkt vielleicht auch alkoholische, alkoholfreie Biere, die bisher nicht Bestandteil des Vertrages waren. Alkoholfreie Biere, klar, dass die Brauerei das blöd findet, dass ich hier... Sagst du, wie es ist? Ich trinke weder alkoholfrei noch alkoholhaltiges Bier. Ich finde, beides schmeckt einfach nur nach Pisse. ...nicht mehr anständig betrunken wird, das muss bestraft werden. Mangels Vertragserfüllung kamen wir dann im Jahr 2019 leider nicht mehr umhin, eine Teilforderung zu stellen. Die Forderung beim Landgericht war auf 60.000 beziffert worden durch die Brauerei. Und wir haben dann im Verfahren dann gemeinsam mit dem Richter und auch mit der Radeberger dann uns geeinigt auf die Zahlung von 42.000 Euro. Also schon ein Teilerfolg für die Stadt Velmer. 42.000 Euro fürs Nicht-Saufen. Insgesamt 4.365 Hektoliter wurden hier einfach nicht getrunken. Das entspricht 43.650 Kisten oder 873.000 Flaschen. Das war wirklich sehr viel weniger, was da getrunken wurde. Die könnten doch jeden Tag Freibier machen für alle. Jedem Haushalt eine Kiste Bier. Dann kannst du ein günstiges Volksfest draus machen. Nein, ich trinke kein Bier. Bier? Ja. Oh, ganz wenig. Wenn überhaupt alkoholfrei ist. Nee, Wein. Ich trinke auch kein Bier, überhaupt nicht. Ich mag's nicht. Auch der Bürgermeister meint, es sei nicht mehr sein Bier, was im Vertrag steht. Es ist nicht oberste Bürgerpflicht, Alkohol oder beziehungsweise Bier zu trinken, sondern sich gesund zu ernähren. Dazu zählen natürlich die alkoholfreien Getränke und da ist unsere, da liegt eigentlich unser Fokus drauf, dass wir die dann auch mit vermarkten wollen. Aber hier geht es ja nicht um die Gesundheit der Velmarer, sondern darum, die Lieferverträge zu erfüllen. Die Brauerei hat sogar ein Herz für Abstinenzler und zeigt sich kompromiss- und gesprächsbereit, indem wir Nachlässe und Verzichte angeboten haben. Verzicht, wie asketisch. Auch für dieses Bürgerhaus pocht die Brauerei auf eine Mindestabnahme, denn hier ist der Bierkonsum besonders stark eingebrochen. Gut, könnte auch daran liegen, dass es schon seit 10 Jahren geschlossen ist. Aber das ist ja wohl kein Grund, nicht zu saufen. Mal ganz nüchtern betrachtet. Da blechen die auch noch für. Ich brauch los. Ja? Ja? Was für eine Gelddruckmaschine. Absolut. 42.000 Euro. Einfach nur, für Bier, das keiner trinkt. Ja. Aber wer hat denn bloß diesen Vertrag abgeschlossen? Nach dem Mega-Erfolg von Stuttgart 21 plant die Metropole nun einen weiteren Kracher.
Die U6 wird verlängert bis zum Flug. Alter, der eine hier hat aber gut kassiert. Warte mal auf ihn hier, der hier. Der hat den Strahl voll in den Nacken kassiert. Ich mache euch sogar in Slow-Mo fertig. Die U6. Voll in den Nacken. Bis zum Flughafen. Für so eine Riesenbaustelle wird die Natur natürlich ein bisschen beeinträchtigt. Da sagt die Stadt, für uns als Landeshauptstadt ist es selbstverständlich, dass diese Beeinträchtigungen sachgerecht und vollständig kompensiert werden. Aha. Wenn man hier ein bisschen Natur kaputt macht, muss man das irgendwo anders mit neuem Grünzeug ausgleichen. Und das geht nur hier an diesem Weg. Vor dem Ausgleich 6 Meter breit. Auf ihm konnte man durch herrliche Natur bis ins Industriegebiet radeln. Doch Stuttgart will der Natur etwas zurückgeben. Deshalb hat die Stadt den Weg jetzt deutlich schmaler gemacht. Von 6 auf 3,50 Meter. Prädikat ökologisch besonders wertvoll. Ziel ist es, Flächen zu entsiegeln, also der Natur zurückzugeben und damit Böden. Also haben die einfach den Beton weggefräst und nicht mal was eingepflanzt, einfach Erde gelassen. Und in 20 Jahren wächst hier das Gras dann vielleicht darüber. Das ist ein dämlicher Scheiße, Mai. Das Ziel ist eindeutig. Sieht wirklich schön aus jetzt. Hier hat man viel Boden wiederhergestellt. Nur die Radler haben etwas an Boden verloren und ja, manchmal muss man dann auch ein bisschen Slalom fahren. Bald ist das hier eh nicht mehr der Hauptweg ins Industriegebiet, denn vom halb weggefrästen alten Weg soll hier ein neuer Radschnellweg entstehen. Dafür wird wieder viel Natur zubetoniert. Wir nehmen die Natur von hier und schieben sie. Es geht nur der Weg. Ja, genau. Nur der Weg. Es geht kein anderer Weg. In Deutschland ist manchmal so dumm einfach nur. Naturschutz. Dabei sind sie doch so grün in Stuttgart schon. Die meint's ernst, die Schwaben. Sie sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht, kriegen aber keine Genehmigung, alles umzuholzen. Kein Problem mit unseren Profi-Tipps für einen astreinen Kahlschlag. Was ist das denn jetzt? Tipp 1. Schießen Sie aus Versehen übers Ziel hinaus. Machen Sie es einfach wie die HCK Wohnimmobilien GmbH mit ihrem nervigen Wald in Quickborn. Sie hat hier nur mal eben kurz die Waldwege freigeschnitten. Hier ging es um schnell Rodung, schnell Fällung im großen Stil. Und zack sind 1,8 Hektar Wald gerodet. Und das Beste ist, fürs Wegfreisägen brauchen Sie noch nicht mal eine Genehmigung. Das sieht die Behörde bestimmt genauso. Das war aus Sicht der Forstbehörde, die mittlerweile mit uns Kontakt aufgenommen hat, ein intakter Wald, der eigentlich keine Durchforstung erforderlich gemacht hat. Es gibt keinen Grund dafür. Aber genug Gründe für Sie, Ihre erfolgreiche Rodung zu feiern. Und nun zu Tipp 2. Interpretieren Sie die Naturschutzauflagen frei. Geht es Ihnen wie Möbel Höffner? Sie dürfen groß bauen, sollen aber dafür diese 6 Hektar Naturschutzflächen erhalten und bepflanzen, machen Sie es wie der Möbelgigant. Sanft, einfühlsam und mit ganz viel Stil. Es gab dafür keinerlei Genehmigung. Hier wurde ein Massaker an der Natur angerichtet. Das hätte nicht gemacht werden dürfen. Kleiner Extra-Tipp: Nutzen Sie das Wochenende für Ihre Umgestaltung. Da sind die Behörden eh nicht besetzt und Sie können in Ruhe roden. Dann wird das mal eben so über Nacht quasi, werden Fakten geschafft. Für größere Unternehmen ist das sozusagen aus der Portokasse zu bezahlen, was da an Ordnungsgeldern dann im Raum steht. Ordnungsgeld ist Ihnen zu riskant? Dann kommt hier Tipp 3. Holen Sie sich Hilfe von oben. Ihr Wald steht laut Forstbehörde unter Naturschutz, aber Sie wollen lieber einen schicken Discounterparkplatz dort bauen? Wenden Sie sich vertrauensvoll an Till Backhaus, Umweltminister von Mecklenburg-Vorpommern und 100% Waldschutzminister. Mit dem 100% Waldschutzminister an Ihrer Seite sind Sie mächtiger als die Forstbehörde. Auch wenn die meint, dieser Küstenschutzwald in Stralsund darf nicht gerodet werden, denn er ist
Lärmschutzwald, Erholungswald der Intensitätsstufe 1 und liegt im 300 Meter Bereich zum Küstengewässer. Laden Sie einfach den 100% Waldschutzminister zum Ortstermin. Waldschutzminister? Mann. Ein und schwuppdiwupp ist für Ihren Discounter alles in Butter. Jetzt kommt der Minister, kassiert die Einschätzung der Forstbehörde ein und macht was ganz anderes. Genial. Und damit nervige Umweltschützer nichts zu meckern haben, haut der Waldschutzminister noch einen raus. Ich bin 100% Waldschutzminister. Es gibt ja auch Überlegungen im Übrigen, noch einen Streifen stehen zu lassen. Also nicht lang schnacken, Baum abhacken mit unseren Profi-Tipps zum fast legalen Kahlschlag. Ich würde gerne wissen, wie viel Ordnungsgelder die dann dafür zahlen müssen, dass sie da das alles kahlgeschlagen haben, weil sie gesagt haben, das bezahlen die aus der Portokasse, die großen Unternehmen. Wie teuer ist das denn, wenn du da anderthalb Hektar Wald einfach weggerodet hast, obwohl es nicht da ist? Was muss man dafür blechen? Naja, immerhin haben sie die Hecken stehen lassen. Und du als kleiner Gartenbesitzer darfst, keine Ahnung, vom 1. April bis 1. September oder sowas, wegen der Vögel, darfst du noch nicht mal eine Hecke schneiden. Die Muttersee, die war warm und die lief wie Butter und das musste jetzt einfach alles... Muss alles weg. Alles weg. Aber was sind 50.000 für Höfner oder so? Das sind halt echt Peanuts. Ja gut, ich hätte nicht gedacht, dass hier so viele Folgen dabei sind, die ich noch nicht kannte. Ich kannte nur diese hier. Die haben wir uns, glaube ich, mal irgendwann angeguckt. Das kannte ich. Den Rest kannte ich aber alles noch nicht. Waren jetzt, hier gerade die letzten Sachen, waren jetzt nicht die Mega-Banger, aber waren schon ein paar coole Sachen auch dabei. Ja, mal schauen. Ich denke jetzt, wo so langsam wieder ein bisschen mehr Normalität eintritt, werden da auch in Zukunft wieder ein paar mehr realer Esel-Folgen kommen. Da freue ich mich drauf, wenn da wieder regelmäßig coole neue Sachen kommen.